Ja, es haben sich super viele Leute gemeldet, auch aus anderen Sportarten, wirklich Charaktere, wo ich sage, wow, ich kann darauf stolz sein. Den Weg, den wir bestritten haben, der war wirklich sehr hart und steinig. Und da bin ich natürlich froh, solche Messages zu bekommen. Aber diese ganzen Wochen und Monate waren nicht einfach. Und das möchte ich auch noch mal sagen, dass wir auch viel Shitstorm bekommen haben, auch über die Medien. Und vehement gesagt wurde, die Mädels können nicht mit rauen Umgangston umgehen oder sowas. Darum handelt es sich nicht. Es handelt sich ganz klar um Grenzüberschreitungen und das sollte jedem bewusst sein. Naja, das Statement, was der DHB gepostet hat, ist mir, um ehrlich zu sein, aus meiner persönlichen Sicht zu kurz. Ich finde natürlich gut, dass der Wille da besteht, aufzuarbeiten. Es sollte jedoch jedem bewusst sein, dass, wenn man etwas aufarbeiten möchte, oft externe Hilfe gebraucht wird, um auch eine gewisse Neutralität zu haben. Und das erhoffe ich mir einfach, dass das professionell gemacht wird. Wenn du Kritik äußerst in so ein System versagen, dann kommt es oft als Bumerang zurück. Und sowas sollte natürlich nie wieder passieren. Und deshalb braucht man eine gewisse Neutralität in dieser Thematik. Wir haben viel Respekt und dafür zugesprochen bekommen von vielen Frauen und auch von vielen Betroffenen. Und ich finde, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und es fühlt sich auch gut an, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen ans Licht gekommen ist. Und natürlich den vergangenen Opfern irgendwie eine Stimme zu geben und vielleicht auch zukünftige zu vermeiden. Und deswegen fand ich das schon wichtig, dass es irgendwie auch medial aufarbeitet wird. Also das finde ich extrem wichtig, dass diese Präsenz, die es jetzt eben auch vor allen Dingen medial bekommen hat, dass es eben auch genutzt wird, um eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass ja, Vereine, Verbände eben und auch der DHB natürlich Untersuchungen und Aufarbeitungen durchführen wird und muss auch, um zu gucken, wie zukünftig solche Fälle eben frühzeitig oder auch besser gelöst werden können.